Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Okay, was haben wir heute? Ganz im Ernst, irgendwie habe ich langsam aber sicher die Schnauze voll. Ich sitze Tag um Tag, Woche um Woche hier und rede über Monster, Mutanten, Mafia, ein Thema nach dem anderen, von dem ich wirklich nicht einmal den blassesten Dunst von einem Schimmer habe. Es wäre irgendwie schön, wenn ich über irgendetwas einmal sprechen könnte, wo ich mich wirklich auskenne, wo ich quasi ein Meister meines Fachs wäre, so wie Martial Arts zum Beispiel, da bin ich ja, das wissen vielleicht die wenigsten, einer der großen, führenden Champions in ganz Österreich. Niemand versteht hierzulande die Kampfkunst so sehr wie ich. Ich kann jede einzelne Kampfsportart. Okay, vielleicht nicht Boxen, aber ich glaube, Karate. In Karate bin ich wirklich ein Meister. Ja. Okay, einigen wir uns drauf, wir haben wieder einen weiteren Punkt auf der Liste. Dinge, die Zocki überhaupt nicht kann. Aber was ich tatsächlich kann, ist in großer Lautstärke und mit großer Leidenschaft über Filme sprechen. Denn ich bin ja tatsächlich promovierter Fake-Doktor von der YouTube Academy of Applied Film Sciences und beschäftige mich seit mittlerweile über 10 Jahren wirklich leidenschaftlich hier auf YouTube mit dem Thema Film. Und dabei begegnen einem ja immer wieder Film-Franchises, die vor Ewigkeiten geendet haben, wo man natürlich als Filmfan sich denken würde, es wäre schön, wenn das weitergehen würde. Und dann kommt die Familie Smith daher, setzt einen großen Haufen auf das Ganze und man denkt sich, wieso hab ich Trottel mir das eigentlich gewünscht? Ja? Karate Kid aus den 80er Jahren ist quasi einer der definierenden 80er Jahre amerikanischen Action-Klassiker. Ein großartiger Ralph Macchio, ein großartiger William Zabka, eigentlich als Bösewicht oder doch nicht. ein fantastischer Pat Morita, ein grenzgenialer Soundtrack und das Ganze dann noch mit zwei nicht ganz so guten, aber ebenfalls sehenswerten Specials und einem Film, über den ich nicht sprechen möchte, aber natürlich wurde das Ganze dann eben nach den 2000er Jahren neu aufgelegt. Diesmal, obwohl der Film übrigens nach wie vor Karate Kid hieß, lernte dann der junge Jaden Smith Kung Fu in einem Film, der wohl weniger dem Revival eines großen Filmklassikers gedient haben sollte, als einfach nur ein Star-Vehikel für Will Smiths Sohn zu kreieren, was nicht ganz so gut funktioniert, aber trotzdem zumindest etwas besser als bei After Earth und wo Jackie Chan zumindest ansatzweise cool war. Aber was natürlich interessant ist, wir sind ja nicht die einzigen Fans von Karate Kid, auch große Leute aus Hollywood, die diese Idee schon länger mit sich herumtragen, wollen vielleicht noch einmal etwas aus einem der großen Klassiker ihrer Kindheit herausholen. Enter Cobra Kai. Eine Serie, deren Gedanke tatsächlich schon länger in den Köpfen der Macher herumschlummert. Und wir haben es ja in dem Fall wirklich nicht mit irgendwelchen kleinen Filmschaffenden zu tun. Einige der kreativen Köpfe hinter Cobra Kai stecken beispielsweise hinter den erfolgreichen Harold & Kumar Filmen, haben bereits mit Hot Tub Time Machine bewiesen, dass sie tatsächlich das Fandom extrem gut verstehen und da vielleicht auch für etwas Entsprechendes sorgen können. Und deswegen haben sie eben geschaut, dass sie einen Termin mit Kaylee Pinkett von Overlook Entertainment bekommen, die ja eben nach der Neuauflage von Karate Kid die Rechte an dem Franchise haben. Pinkett, übrigens der Stiefbruder von Jada Pinkett Smith, der Frau von Will Smith, war von der Idee so begeistert, dass er tatsächlich Will Smith eben dazu überredet hat, einerseits die Lizenz an Karate Kid für die Serie Cobra Kai herzugeben und außerdem dann natürlich in der Serie auch noch als Produzent zu fungieren. Und ganz ehrlich, von allen Beteiligten war das eine der wahrscheinlich besten Entscheidungen der letzten Jahre, denn Cobra Kai ist freaking
awesome. Auch wenn ich persönlich auf den ersten Blick die Charaktere etwas seltsam fand. Ich habe zum Beispiel in meinem ersten Blick auf die Mediabooks mir gedacht, dass hier gerade bei Staffel 1 und 2 Ralph Macchio und William Zabka so ein kleines bisschen aussehen, als wären sie gerade auf dem ersten Tinder-Date und die Dame, mit der sie sich verabredet haben, hätte beim Hinsetzen ganz kurz ein bisschen Flatulenz abgelassen. Hier dann die Reaktion von William Zabka und hier die von Ralph Macchio, wobei ich glaube, in diesem Fall ist auch noch ein bisschen Landmasse mitgekommen. Anyways, diese Blicke sehen wir aber tatsächlich im Laufe der Serie Cobra Kai recht oft und ich muss tatsächlich dazu sagen, als jemand, der es nicht wahnsinnig leiden kann, wenn jemand einfach nur irgendwo herumsitzt oder herumsteht und Leute anschreit oder irgendwie behandelt wie dumme Vollidioten. Deswegen sprechen wir eben heute über die Serie. Eine Serie ist übrigens eine in Episoden abgefasste Handlung, die ähnlich wie ein Spielfilm erzählt wird, aber halt eben in kleinen... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Anyways, es war für mich ein bisschen schwierig, diese Cobra Kai Mentalität in mich aufzunehmen. Gerade eben die Art, wie William Zabkas Charakter sein Dojo leitet, war für mich etwas gewöhnungsbedürftig, aber während Ralph Macchio und William Zabka, die übrigens im privaten Leben alles andere als Widersacher und große Gegner waren, sondern tatsächlich nach dem Ende des Drehs vom ersten Karate Kid wirklich gute Freunde wurden und das bis heute geblieben sind. Dann noch einmal verstärkt im Jahr 2005, als Pat Morita eben leider gestorben ist, war es irgendwie naheliegend, auch diese Charaktere wieder aufzubauen. Denn man fragt sich vielleicht selten, aber dann doch effektiv, was macht eigentlich der Charakter aus diesem Film aus den 50ern, 60ern und 70ern heute? Also momentan wissen wir es, daheim sitzen und nichts tun dürfen, aber was passiert mit einem Daniel Lawrence 30 Jahre nach dem großen Finalkampf? Der wird Autoverkäufer. Hätte ich nicht erraten, aber irgendwie wurde das Ganze in der Serie einfach großartig aufgebaut. Die Identität der Hauptcharaktere aus den klassischen Karate-Kid-Filmen ist in Cobra Kai wirklich großartig verankert, aber was die Serie, finde ich, dann fast noch mehr auszeichnet, sind die großartigen Jungdarsteller. Vor allem eben der eine Hauptcharakter aus dem Cobra Kai-Dojo, beziehungsweise der Hauptcharakter dann aus dem Miyagi-Do, sind absolut hervorragend, sogar Tanner Buchanan, der eben mit Ralph Macchio trainiert, der tatsächlich am zweitbesten ausgebildete Martial Artist im gesamten Karate Kid Franchise, der es im Taekwondo schon fast von seinem lila Gürtel auf einen schwarzen Gürtel gebracht hat, der einzige, der ihn tatsächlich in seiner Kampfkunstausbildung übertroffen hat, ist Jackie Chan im Remake. Also, und das ist ebenfalls etwas, das man hier merkt. Großartige Jungdarsteller, charismatische, hervorragende Darsteller, Leute, die hinter dieser Serie stecken, die aber das Ausgangsmaterial wirklich lieben und es mit der Serie auf eine neue Ebene gehievt haben. Das ist eine perfekte Voraussetzung, um uns eben hier in der ersten Staffel von Cobra Kai 10 unterhaltsame, spannende und abwechslungsreiche Episoden zu liefern. Und ja, ich glaube, einige von euch sitzen jetzt wahrscheinlich seit 8 Minuten vor dem Computerbildschirm und warten nur drauf, bis ich endlich den Elefanten im Raum anspreche. Die Synchro. Und das ist ein Thema, dem ich mich tatsächlich bei Cobra Kai gewidmet habe. Ich habe mir ausnahmsweise die Serie wirklich in der deutschen Synchro und nicht im englischen Original angesehen, weil ich mir gedacht habe, man erwartet sich von mir etwas in diesem Review und ich finde die Synchro auf der Blu-ray vollkommen in Ordnung. Natürlich sind nicht alle Sprecher 100% perfekt, aber ich finde, wir bekommen eine ordentliche, anständig gemachte, weitestgehend sehr gut eingesprochene, abgemischte Synchro. Das Einzige, was ich in diesem Fall eben als absoluter, vehementer Streaming-Verweigerer nicht sagen kann, ist, wie sich die deutsche Synchro auf der Blu-ray im Vergleich zu der von Netflix schlägt, weil ich die einfach nicht kenne und außerdem nicht kenne möchte. Für mich ist diese Veröffentlichung tatsächlich jetzt die erste offizielle und korrekte Veröffentlichung der ersten Staffel von Cobra Kai, die am 16. Februar 2021 über Sony Pictures und Nameless Media hierzulande in unsere gefüllten DVD-Regale einziehen darf. Da
wurden übrigens gleich zwei verschiedene Mediabook-Versionen angeboten. Das Cover A ist hierbei quasi das Originalmotiv zur ersten Staffel der Serie. Das ist im Mediabook limitiert auf 500 Stück alternativ, gibt's allerdings dafür für die großen Hardbox-Sammeln noch eine auf 66 Stück limitierte Hardbox-Edition mit demselben Cover-Artwork und diejenigen, die den ganzen verpackungstechnischen Schnickschnack aus für mich schwer nachvollziehbaren Gründen nichts abgewinnen können, gibt's mit demselben Cover natürlich auch mit FSK-freiem Wendecover eine kostengünstigere Keepcase-Version. Aber nachdem dieser Release von Nameless kommt, gibt's definitiv auch noch das Cover B, denn so wie alle Titel, die aktuell von Nameless veröffentlicht wurden, hat man natürlich auch Cobra Kai in ihre Retro Collector's Edition Line eingebaut und hier ebenfalls limitiert auf 500 Stück das alternative Cover B geliefert. Und ich glaube, ich kann mir in dem Fall irgendwie ein mysteriöses Aufbauen davon, welche Fassung ich bekommen habe, sparen. Ich habe sie ja quasi schon hergezeigt. Deswegen aber freue ich mich heute ganz besonders, weil ich eben als jemand, der sehr tief gerade im 80er-Jahre-Fandom und in den 80er-Jahre-Kultdingen verankert bin, freue mich riesig darüber, dass es diese Serie gibt, freue mich riesig, dass es diese Serie jetzt endlich aus dem tiefen Streaming-Loch geschafft hat, ihre physische Veröffentlichung bekommen hat und möchte mir deswegen mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check die limitierte Mediabook-Version mit Cover B von Cobra Kai Season 1 genau anschauen. Und ich finde, der Vergleich mit dem Blick von Ralph Macchio, beziehungsweise vor allem eben dem von William Zabka, den muss ich ganz kurz noch einmal zum Vergleich herholen, ist einer, der wahrscheinlich komplett fernab jeglicher normaler menschlicher Wahrnehmung ist. Aber ich glaube fast, wenn man es einmal gesehen hat, dann kann man es irgendwie nicht mehr nicht sehen. Ralph Macchio ist auf jeden Fall hier auf dem Frontcover Artwork der Collector's Edition in seiner quasi Haupttrainingspose aus der Serie Cobra Kai zu sehen, was finde ich eben auch absolut perfekt hier zu dem Frontcover Artwork der Collector's Edition passt. Das ist durchaus ein Design, wie man es damals auf einer alten VHS-Kassette noch haben hätte können, mit eben diesem ausgeschnittenen Hauptcharakter auf relativ neutralem Hintergrund. Dazu hat aber Nameless natürlich dann noch ihr Übriges getan, um das Ganze für die Collector's Edition passend aufzuarbeiten. So bekommen wir natürlich eben auch hier wieder ein Mediabook, das großartig mit diesem Partial Gloss Effekt veredelt wurde. Auch hier, wie von der Collector's Edition gewohnt, haben wir einerseits die Logos und Schriftzüge veredelt, dann das komplette Motiv mit Cobra Kai. Da war quasi Luck on, Luck off, vor allem dann beim Titelschriftzug drin, denn da hat man den Luck wieder off genommen, so dass wie bei allen anderen Retro Editions von Nameless eben auch hier der Filmtitelschriftzug von dem Partial Gloss ausgenommen ist. Absolut großartig finde ich in diesem Fall auch wieder diesen Spine, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wieder diese neue Art der Nameless Mediabooks vor mir habe, dann weiß ich einfach, was hier für eine Qualität dahinter steckt. Jeder, der schon mal ein Mediabook in der Hand hatte, sieht einfach, was das für ein fast schon Koloss ist, mit einem dicken, stabilen, großartigen Karton mit einer fantastisch hochwertigen Verarbeitung. Dieses Ding liegt haptisch einfach großartig in der Hand. Schauen wir dann einmal eben auf das Backcover. Da sehen wir auch schon einmal den ersten Blick auf Martin Cove, der übrigens neben seinem Auftritt im klassischen Karate Kid Franchise seinen wahrscheinlich bekanntesten Filmauftritt für uns Nerds in tatsächlich dem Film The Last House on the Left von aus den 70er Jahren hatte. Außerdem sehen wir da natürlich noch ein paar Screenshots aus dem Film. Wir haben dann die Inhaltsangabe zur Serie da. Wir können dann noch weiterschauen auf die einzelnen Episodentitel. Dazu übrigens auch noch ein interessantes Bit of Trivia. Tatsächlich sind bei diesen Episodentiteln pro Staffel immer eine Folge benannt nach einem Lied, eine nach einem spanischen Wort
und eine direkt nach einem Zitat aus dem Originalfilm. Und das ist quasi das Level an Dedication, was die Macher von Cobra Kai hier ans Werk legen. Natürlich kommt das Ganze nicht 100% so vielleicht rüber, dann eben in der deutschen Fassung, vielleicht vor allem eben die übersetzten Songtitel. Aber hier passt das absolut perfekt einmal bei der ersten Staffel. Außerdem gibt es denn hier noch etwas Bonusmaterial. Das ist übrigens auf beiden enthaltenen Blu-ray-Discs identisch. Es gibt ein paar Deleted Scenes, was ich sehr cool fand, war dieser Blick hinter die Kulissen, wo wir zwei verschiedene Szenen quasi als Table Reads sehen, wie das eben ohne die Hintergründe, ohne das ganze technische Blabla von der Serienproduktion aussieht, wenn sich die Darsteller einfach gegenseitig ihre Dialogzeilen vorlesen und dazu dann noch ein Special über die Musik der Serie und Specials über Cobra Kai und Miyagi-Do. Wirklich kurze Specials, weitestgehend auch ein bisschen PR lastig umgesetzt. Großes, umfangreiches Bonusmaterial wurde natürlich für eine exklusiv für Streaming eigentlich produzierte Serie hier nicht angefertigt. Aber wir können jetzt einmal einen Blick ins Innere von diesem Mediabook werfen und finden dann hier auf der linken Seite in dem Fall die beiden Blu-ray-Discs mit den Episoden 1 bis 10. Außerdem dann natürlich auf der rechten Seite die beiden DVDs. Und da finde ich es eben auch cool, dass auf einer Seite, auf einem Medium quasi das eine Dojo zu Wort kommt und auf der anderen Seite dann das andere Dojo. Genauso haben wir dann allerdings als Innendesign vom Mediabook das Cobra Kai Dojo, das natürlich auch titelgebend ist, vorherrschend, mit eben Miguel auf dem Booklet Frontcover, ebenfalls ein großartiges, durchgehendes Motiv, das hier wirklich in hervorragender Druckqualität für das Mediabook aufbereitet wurde, und dann William Zabkas Charakter eben auf der Rückseite. Dazwischen bekommen wir ein Booklet, das, wie wir es eben von Nameless nicht anders gewohnt sind, absolut hervorragend und man muss schon fast sagen, magazinartig aufgebaut ist, diesmal eben mit einem Text von Nando Rohner, der aber meiner Meinung nach nicht schlecht auf diesen gesamten Karate-Kid-Kult eingeht und vieles erklärt, wie es eben zu dieser Serienumsetzung gekommen ist, wo eben Leute, die an dieser Serienumsetzung auch mitgearbeitet haben, ebenfalls beteiligt waren. Das sind einige wirklich coole Ideen und wirklich coole Charaktere dabei. Dazu eben die coole Gestaltung, das ist sehr schön aufbereitet und im Ende wie gesagt, wie eingangs bereits erwähnt, ich persönlich kann es einfach nicht verstehen, wieso so viele Leute die einfachen Amore-Versionen vorziehen. Für mich ist die hier vorliegende Mediabook-Version auf jeden Fall absolut wunderschön gestaltet. Und ja, die nächste Frage hier im Blu-ray-Check könnten wir uns eigentlich fast ersparen, denn natürlich beschäftigen wir uns nach der Verpackung dann immer mit der Bildqualität des Hauptfilms, beziehungsweise in dem Fall der Hauptserie. Aber nachdem es sich eben bei Cobra Kai um eine recht junge Produktion aus dem Jahr 2018 handelt, die grundsätzlich digital und natürlich in den aktuellen Auflösungen und mit der aktuellen Kameratechnik gedreht wurde, kann man hier eigentlich nur von der besten Qualität ausgehen für die Blu-ray. Aber ich möchte euch natürlich nicht mit dieser Anmaßung meinerseits hier aus dem Video schicken. Deswegen möchte ich euch natürlich auch in diesem Blu-ray-Check wieder einige Screenshots aus der ersten Staffel der Serie zeigen. Wie immer darauf hinweisen, dass ich diese Bilder zwar alles selber gemacht, aber nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmt. Einstimmen kann. Und ja, ich glaube, wir sehen es auf den ersten Bildern schon relativ deutlich. Ich habe hier nicht zu viel versprochen. Cobra Kai sieht auf der deutschen Blu-ray absolut großartig aus. Genauso, wie man es sich eben von einer aktuellen Serienproduktion erwarten würde. Man merkt ganz deutlich und ganz besonders, dass man hier bei der Produktion mit hochwertigem Equipment arbeiten konnte. Man merkt eben vor allem zwar grundsätzlich natürlich diesen digital gedrehten Look, aber vor allem sieht man hier wundervoll, wie großartig scharf dieses Ausgangsmaterial ist, wie viele Details
dieses Bild selbst über einem riesengroßen Fernseher liefern kann. Man merkt eben auch, wie kräftig, dynamisch und natürlich die Farbgebung ausgefallen ist. Auch der Kontrast sorgt hier für eine großartige Balance zwischen hellen und dunklen Bildbereichen. Das Bild ist sehr angenehm ruhig. Wir haben eben natürlich durch die digitale Produktionsweise und das Fernbleiben irgendwelcher retroesker Effekte, haben wir hier ein sehr sauberes, glattes, aber eben auch rauscharmes Bild. Die Kompression ist angenehm ausgefallen. Bei einer durchschnittlichen Episodenlaufzeit von circa 30 Minuten kann man so Pi mal Daumen 4,5 GB pro Episode einrechnen, was, finde ich, der Kompression einen entsprechenden Spielraum gibt, um sich richtig gut entfalten zu können. Aufgerechnet auf eben einen 90 Minuten Spielfilm wären das circa 22,5 GB, was absolut perfekt ausreichend ist, um das Material hier eben wahrheitsgetreu zu verpacken. Ganz kurz noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Es gibt vereinzelte Momente in dieser Serie, die qualitativ natürlich ein kleines bisschen abweichen. Dabei handelt es sich nämlich immer wieder um Rückblenden zum Original Karate Kid Film, die nämlich auch tatsächlich aus Original-Filmszenen bestehen. Und dabei ist vielleicht für Karate Kid-Fans ganz besonders interessant und wissenswert, dass man dabei nicht einfach nur auf die fixfertigen Filmausschnitte gesetzt hat, sondern vor allem beim Finalkampf eben zwischen Ralph Macchio und William Zabka oft auch auf zuvor unveröffentlichte alternative Takes gesetzt hat. Man hat für die Produktion der Serie wirklich Stunden an zusätzlichem Material, das damals für die Kampfszene produziert und gedreht wurde, gefunden und einbauen können und hat damit teilweise dann wirklich Einstellungen, auch eben zum Beispiel von einem abschließenden, ganz besonderen Crane Kick in der Serie zu sehen, die man im Film an sich nicht zu sehen bekommen hat. Und generell sieht man in Cobra Kai wahnsinnig viel, was man in Karate Kid nicht gesehen hat. Gut, wäre auch damals irgendwie schwer gewesen zu zeigen, was mit den Charakteren 30 Jahre später passiert. Aber ganz ehrlich, so skeptisch ich am Anfang über eben diese Idee und dieses Grundkonzept auch war, weil ganz ehrlich, wir haben so viele Neuauflagen nach XY Jahren gesehen, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben, weil es eben die Macher nicht verstanden haben, die Charaktere und Originalgeschichten in eine neue Zeit zu transportieren und vielleicht sogar auch einem neuen Publikum zu präsentieren. Das ist allerdings ein Fehler, der den Machern von Cobra Kai gar nicht passiert ist. Hier hat man wirklich die großen Stärken der Vorlage, der Charaktere genommen und hat daraus eine neue, spannende und interessante Geschichte gezimmert, die in der ersten Staffel recht langsam losgeht, aber uns bereits einige wirklich coole Charaktermomente, coole Charakterentwicklungen liefert und das jetzt endlich auch als Blu-ray in einem Mediabook. Und als großer Streaming-Gegner und Streaming-Hasser kann ich kaum zum Ausdruck bringen, wie dankbar ich Nameless dafür bin, dass sie die Serie Cobra Kai aus der digitalen Internethölle befreit haben und ihr einen physischen Heimkino-Release spendiert haben. Ja, es ist nicht die originale Netflix-Synchro mit dabei, was einige Leute extrem kritisiert haben. Ich persönlich kenne den Vergleich zwischen den beiden Synchros nicht, bin aber mit der, die hier auf der Blu-ray enthalten ist, sehr zufrieden, finde die Aufmachung und Aufbereitung von dem Mediabook sehr zufriedenstellend und würde mich freuen, wenn viele, viele Leute, die so wie ich eben vielleicht den Streaming-Diensten abgeschworen haben, auf diese Art und Weise auf die Serie aufmerksam werden, weil Cobra Kai verdient definitiv gesehen zu werden.